Hallo und herzlich willkommen zu den Weilerbach News aus dem Rathaus. Mein Name ist Michael Fischer, ich bin der Vorsitzende des Gesangvereins Rodenbach und ich präsentiere Ihnen die närrischen Veranstaltungen der kommenden 4 Wochen. Wir starten mit der ersten Veranstaltung kommenden Sonntag, dem 10. Februar, findet um 14.11 Uhr die Kinderfaschingsveranstaltung in der Turnhalle in Rodenbach statt. Veranstalter ist der Turnverein Rodenbach. Die nächste Veranstaltung findet am 17. Februar in Weilerbach statt. Um 14.11 Uhr steigt die Kinderfaschingsparty mit der Tanzschule Moves im Bürgerhaus. Veranstalter ist der Fußballverein Weilerbach. Am Freitag, dem 22. Februar, findet um 19.11 Uhr die Kappensitzung im Bürgerhaus in Reichenbach-Stegen statt, unter dem Motto Manege frei. Veranstalter ist der VfB Reichenbach. Und am Tag danach, am 23. Februar, findet um 20.11 Uhr die ESP-Fasnacht im Sängerheim in Erzenhausen statt. Veranstalter ist die Spielervereinigung ESP. Und am darauffolgenden Sonntag, dem 24. Februar, findet um 14.11 Uhr die Kinderfaschingsveranstaltung im Bürgerhaus in Reichenbach-Stegen statt. Das Motto lautet Zirkus. Veranstalter ist hier wieder der VfB Reichenbach. Am Sonntag, dem 24. Februar, findet die inklusive Faschingsfeier im Bürgerhaus in Weilerbach statt. Beginn ist um 14.11 Uhr. Veranstalter sind die Lebenshilfe und die Junge Lebenshilfe Westpfalz. Am Sonntag, dem 3. März, findet um 14.11 Uhr im Vereinsheim in Fockenberg-Limbach die Kinderfaschingsparty statt. Veranstalter ist der Gesangverein Fockenberg-Limbach. Und am gleichen Tag ebenfalls, am 3. März, findet in Mackenbach auch eine Kinderfaschingsveranstaltung statt. Die startet ebenfalls um 14.11 Uhr im Bürgerhaus in Mackenbach. Veranstalter ist der Männergesangverein Mackenbach. Und unsere letzte Faschingsveranstaltung in der Verbandsgemeinde findet am 4. März in Erzenhausen statt, im Bürgerhaus. Dort steigt um 14.11 Uhr die Kinderfaschingsparty. Veranstalter ist der Gesangverein Erzenhausen. Und alle, die etwas anderes als Fasching sehen wollen, sind herzlich eingeladen, nach Eulenbiss zu kommen. Dort findet am 3. März die Modellbahnausstellung und Börse im Bürgerhaus statt. Ab 11 Uhr geht's los. Veranstalter ist der Kultur-, Fest- und Umweltausschuss der Ortsgemeinde Eulenbiss. Ja, liebe Zuschauer, das waren die Weilerbach-News für die närrischen Monate Februar und März. Ich hoffe, es war für jeden das Passende dabei. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem dreifach donnernden Hey, Lau! Hey, Lau! Hey, Lau! Und denken Sie daran, am Aschermittwoch ist alles vorbei.